Yay, die neue Welt ist da. Es ist soweit. Sie entsteht und sie hat jetzt ihre Tore geöffnet, damit wir als Seelen sie mitgestalten können. Und darum sind jetzt unsere Herzenswünsche gefragt, denn das sind die Wünsche unserer Seelen. Das sind die Wünsche, die wir jetzt leben sollen, die jetzt Wirklichkeit werden sollen. Und darum ist auch dieses Video entstanden. Und ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in der neuen Welt ist auch die Gemeinschaft. Das heißt, du wirst nicht alleine für dich deinen Wunsch manifestieren, sondern wir werden es im Kollektiv tun. Aber individuell darf jeder seinen Wunsch sozusagen manifestieren, denn in der neuen Welt geht es um Individualität. Da geht es nicht mehr darum, dass uns irgendwas vorgeschrieben wird, sondern da dürfen wir unsere eigene Realität erschaffen. Da dürfen wir das leben, was uns erfüllt und glücklich macht. Ja, all das und noch viel mehr gibt es jetzt in diesem Podcast-Video. Ja, moin Magic Soul, wir sind's Annette und Easy, meine Seele. Heute wieder live aus Kapstadt. Wie schön, dass du da bist. Okay, los geht's. Ja, bevor wir jetzt gleich mit dem Manifestieren beginnen, möchte ich uns nochmal einstimmen auf die neue Welt. Denn ich werde oft gefragt, Annette, wie muss ich mir das eigentlich vorstellen, diese neue Welt? Ziehen wir etwa um? Nein, natürlich nicht. Die neue Welt, da geht es mehr um eine neue Wahrnehmung von dem, wie wir leben wollen, wie wir die Welt sehen wollen und was wir aus dieser Welt machen wollen, welchen Beitrag wir leisten wollen und vor allen Dingen auch, wie wir mehr Liebe und Positivität in diese Welt bringen. Das heißt, es geht weniger um Abhängigkeit, sondern es geht um Unabhängigkeiten, dass jeder so sein darf, wie er ist. Also, was wollen wir für diese Welt erschaffen? Wie wollen wir leben? Aber jeder Einzelne ist wichtig und wertvoll in diesem Prozess und in dieser Gestaltung von dieser neuen Welt. Und darum, und das ist ja auch das Spannende, ist ja deine Seele inkarniert. Sie ist extra gekommen. Zu dieser Zeit, zu dieser größten Transformation der Geschichte, die wir erleben, wo wir eine alte Welt loslassen, eine neue Welt begrüßen und wir verändern ganz viel in uns. Wir erschaffen uns ein neues Bewusstsein, aber auch ein Kollektiv entsteht, ein Wir-Bewusstsein, wo keine Egos mehr gefragt sind, sondern wo es um Liebe geht, wo es um Individualität geht, weil je mehr du selbst sein kannst, und das ist jetzt gefragt in der neuen Welt, nicht mehr, dass du eine Rolle spielst oder denkst, du musst so und so sein, damit du gefällst, sondern es geht um ganz viel Selbstliebe und Selbstverantwortung, dass du überhaupt deinen Wert erkennst. Weil dann, wenn du deinen Wert erkennst, wenn du deine Selbstliebe erkennst, dann wirst du auch Frieden schaffen auf dieser Welt. Weil wenn jeder so sein darf, wie er ist und das machen, was er liebt, darum sind jetzt auch Seelenaufgaben so gefragt. Warum ist deine Seele inkarniert? Was ist ihre Mission? Was sollst du hier geben? Es geht ganz viel ums Geben und nicht immer ums Nehmen. Was habe ich davon? Was habe ich davon? Sondern ganz viel ums Geben. Und du wirst fasziniert davon sein, wenn du in diesen Zustand kommst, zu geben, wie viel du zurückbekommst. Aber freiwillig, weil du einfach so einen Wert gibst. Und das ist das Spannende an der neuen Welt, dass wir wirklich so sein dürfen, wie wir sind. Das fällt uns natürlich noch ein bisschen schwer, denn wir sind es ja eher so gewohnt, eher eine Rolle zu spielen, was ich hier eben schon angesprochen habe, weil wir uns von Anfang an verbogen haben, sozusagen, als wir auf diese Welt gekommen sind, weil wir gefallen wollten, weil wir abhängig waren im Außen. Wir haben auch sehr viel Sicherheit im Außen gesucht, habe ich ja schon oft drüber gesprochen. Und jetzt geht es aber darum, alles in dir zu finden. Denn jede Veränderung beginnt in dir. Und es ist jetzt eine ganz, ganz, ganz große Veränderung, die jetzt stattfindet. Und gibt es da auch Turbulenzen? Ja, natürlich. Und ich habe ja auch neulich schon darüber gesprochen, dass du natürlich jetzt auch extrem viel Herausforderungen bekommst, einfach weil die Themen hochkommen, weil sich deine Ängste, deine Wunden, all das, deine Glaubenssätze, all die ganzen Dinge, sie zeigen sich jetzt, damit du sie sozusagen heilen kannst, damit du sie loslassen kannst, damit du befreit dich bewegen kannst in der neuen Welt. Auch das ist ein Prozess, das ist ganz klar. Und dass du auch natürlich immer mehr zu der Version werden darfst, warum du hier bist, nämlich zu deiner Seele. Und das Spannende ist ja, dass, wie gesagt, die Seelen, also deine Seele, meine Seele, unsere aller Seelen, die jetzt gerade hier inkarniert sind, sind ja aus diesem Grund gekommen, um eben diese größte Transformation der Geschichte mitzugestalten, sie zu begleiten und eben auch zu formen, so dass wir endlich uns entfalten können und in unsere wahre Größe gehen können und uns nicht mehr klein halten. Es geht aber auch noch um so viel mehr. Es geht um den Fokus auf das Positive zu lenken, damit wir auch das Gesetz der Anziehung richtig für uns nutzen können, nämlich auf das, was wir uns wünschen und nicht auf das, was wir uns nicht wünschen, so wie wir ja auch groß geworden sind. Oh, was wenn? Und da eher das Negative zu sehen und
die Ängste hochkommen lassen, anstatt zu sagen, was, wenn es toll ist oder wenn es toll wird. Du weißt, was ich meine. Dieses neue Bewusstsein, aber auch für andere etwas Gutes zu tun, dieses Bewusstsein, auch noch mal einmal mehr vielleicht darüber nachzudenken, was mache ich hier eigentlich oder was möchte ich gerne. Ein Bewusstsein, das du dir selbst natürlich auch schaffst, ein Selbstbewusstsein, dass du eben weißt, auch wie viel wert du bist, dass du so viel wert bist, dass du so wichtig bist und vor allen Dingen auch, was sind deine Herzenswünsche, weil das ist ganz, ganz wichtig, weil die sind, wie gesagt, jetzt gefragt. Es geht um die Wahrhaftigkeit. Es geht darum, wirklich die Wahrheit zu leben. Weil wir haben uns ja von Anfang an immer mehr von unserer Wahrheit entfernt. Aber jetzt dürfen wir unsere Wahrheit leben. Und vor allen Dingen geht es weniger um die Worte sozusagen, die gesagt werden, sondern es geht jetzt mehr um dieses Fühlen. Wir öffnen uns auch mehr. Wir öffnen uns mehr für die Schwingung. Wir öffnen mehr unsere Medialität. Unsere Medialität, du wirst merken, du wirst viel mehr empfangen. Du wirst sehr viel sensibler und sensitiver durch die Welt gehen. Und du wirst merken, wenn dir jemand Worte sagt, ob du sie glauben kannst oder nicht, ob er lügt oder nicht. Du wirst auch viel mehr wahrnehmen können, weil du auch viel mehr mit deiner Seele im Einklang bist, also viel mehr lernst jetzt auch deiner Intuition zu folgen, was richtig ist und was nicht richtig ist. Was positiv ist und was negativ ist. Was du machen sollst und was du nicht machen sollst. Das ist wirklich faszinierend. Da werde ich aber auch noch mal ein Video drüber machen, was es bedeutet, wenn du dich wirklich von deiner Seele führen lässt. Und das wird jetzt auch immer mehr, weil darum ist ja auch deine Seele gekommen, um jetzt diese neue Welt zu leben. Es ist wirklich so ein ganz persönliches Paradies, was wir uns schaffen in dieser neuen Welt. Und ich bin ganz, ganz dankbar dafür, dass wir das jetzt leben können. Auch Dankbarkeit ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und natürlich Liebe. Und das Schöne ist ja, je mehr du selbst sein kannst, desto mehr kannst du auf Frieden mit dir schließen, desto mehr erkennst du deinen Wert, desto mehr kannst du dich lieben. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf dein Umfeld. Du weißt, du kennst die Situation. Wenn du einen Tag hast oder einen Moment und sagst, wow, heute ist echt mein Tag, gehst du ganz anders durch die Welt. Du bist in einer ganz anderen Schwingung unterwegs, du bist in Liebe unterwegs. Und du wirst ganz anders reagieren auf dein Umfeld. Und dein Umfeld wird anders reagieren auf dich, weil da ist wieder dieses Gesetz der Anziehung, was wir jetzt wirklich bewusst leben. Weil alles ist Energie. Und alles ziehst du in dein Leben mit der Energie, auf der Frequenz, wie du schwingst, mit deinem Bewusstsein, mit deiner Wahrnehmung, mit den inneren Überzeugungen, die du hast. Wie gesagt, deine Medialität wird jetzt auch stärker werden. Das ist nämlich mega, mega spannend, weil wir uns ja immer viel zu wenig zugetraut haben. Wie gesagt, viel zu sehr Sicherheit im Außen gesucht haben oder auch nach der Meinung der anderen. Und jetzt findest du sie in dir selbst. Und das ist das nicht cool? Weil so brauchst du nicht mehr versuchen, im Außen zu kontrollieren, sondern das Einzige, was du kontrollieren kannst, und das war eigentlich schon immer so, das bist du selbst. Aber jetzt wieder die Macht dir zurückzuholen, dich selbst zu ermächtigen und zu sagen, Moment mal, was will ich eigentlich wirklich? Was will mein Herz? Nicht, was will mein Verstand? Weil der kann dich nicht richtig beraten, sondern der kann dich ja nur aus der Vergangenheit beraten, aus dem, was du alles erlebt hast und was du abgespeichert hast in deinem System sozusagen. Du darfst jetzt deine Programmierung ändern, dein Filtersystem, wo ich ja drüber gesprochen habe. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Oder vielleicht bist du dabei und sagst, doch, Annette, das kann ich mir vorstellen. Ich erlebe das ja gerade. Was das für einen Unterschied macht, was du dir damit für ein neues Leben schenkst. Welche Lebensqualität, die du dir schenkst, wenn du das dir erlaubst. Es geht ganz viel ums Erlauben auch. Viel zu sehr haben wir immer gedacht, nee, wir sind es nicht wert, das dürfen wir nicht. Oder was werden die anderen denken? Das ist völlig egal. Das tritt sowas von in den Hintergrund, weil es ist egal, was andere denken. Weil es geht jetzt um Fülle. Jetzt darf jeder haben, was er sich wirklich von Herzen wünscht. Und das können materielle Sachen sein, das können andere Dinge sein. Das ist völlig wurscht. Und es geht nicht mehr darum, auch zu denken, oh, jetzt könnte ich dem anderen etwas wegnehmen. Nein, weil es ist alles da, es ist genug da, es ist mehr da als für alle sozusagen, es ist mehr da. Und wir können alle jetzt davon partizipieren, weil wir uns nicht mehr einschränken lassen, sondern weil wir jetzt mehr in unsere Freiheit gehen, in unsere wahre Größe und merken, wow, das bin ich, das ist alles möglich, das kann ich alles manifestieren, das kann ich alles kreieren. Und das kommt dann auch wirklich in mein Leben, weil das Spannende ist ja, deine Herzenswünsche hat deine Seele ja sowieso schon kreiert, die sind ja schon da. Jetzt gilt es nur, sie sozusagen
in die Realität zu holen, in deine Realität zu holen, so dass du sie auch wirklich physisch sehen oder anfassen kannst oder eben auch mit ihnen leben kannst, sie fühlen kannst. Es geht ganz viel ums Gefühl, ganz viel um Schwingungen und Energien, um die Wahrnehmung und weniger um das, was unser Verstand eben sagt oder eben die Worte, die gesprochen werden, obwohl Worte natürlich auch noch wichtig sind, das ist ganz klar, aber wir geben ja auch den Worten einer Bedeutung, wir geben ja, wie du weißt, allen Dingen eine Bedeutung, am Anfang sind sie neutral. Aber jetzt eben bewusst, du entscheidest, was deine Realität ist, du entscheidest jetzt, wie du die Welt sehen willst und du entscheidest, was du der Welt geben willst, aber das aus dem Herzen heraus, das heißt, weswegen deine Seele eben auch gekommen ist. Es geht auch um Leichtigkeit und um Fröhlichkeit, nicht mehr alles so schwer zu nehmen, weil das Spannende ist ja auch, je mehr du du selbst bist, je mehr du deiner Intuition folgst, sprich dich von deiner Seele führen lässt, desto leichter wird dir auch alles fallen. Und vor allen Dingen, wenn du dein Bewusstsein veränderst und du kannst ja entscheiden, wie du die Dinge siehst. Siehst du das als Problem oder siehst du das als Herausforderung? Weil da habe ich auch drüber gesprochen. Die Herausforderung, die du bekommst, die sollst du ja meistern. Du bist mit allem ausgestattet dafür. Das heißt, wenn dir irgendetwas passiert, dass du nicht mehr denkst, oh, es ist gegen mich, sondern dass du sagst, wow, ich darf wieder was lernen, ich darf wachsen und reifen. Und meine Seele hat mich mit allem ausgestattet, also werde ich diese Herausforderung annehmen und managen und meistern. Das ist ein, du merkst, das ist eine ganz, ganz andere Energie, mit der du unterwegs bist. Und viel zu sehr haben wir eigentlich gelernt, als wir groß geworden sind, dass es gegen uns ist. Wir müssen uns schützen, Und vor allem müssen wir unser Herz schützen. Ich meine, das kann zerbrechen und all diese ganzen Sachen, auch gerade was Beziehungen angeht. Nee. Weil wie sollst du ein Herz brechen? Ein Herz kannst du nicht brechen. Liebe, warum sollst du dich vor Liebe schützen? Liebe ist die stärkste Kraft, die wir haben. Liebe ist Frieden. Liebe ist kein Krieg. Liebe verurteilt auch nicht. Und es geht jetzt auch nicht mehr darum, zu verurteilen oder so. Oder sich über den anderen zu stellen. Sondern wir sind jetzt eine Einheit. Wir sind alle wichtig. Jeder Einzelne ist wichtig in diesem Leben, in dieser neuen Welt. Es geht nicht mehr darum, dass der eine mehr haben darf oder der andere weniger oder dass der besser ist oder der, nee, darum geht es nicht mehr, weil jeder individuell ist. Und das finde ich so faszinierend, dass wir jetzt unsere Individualität leben dürfen und die ist jetzt auch gefragt, dass wir die nicht mehr unterdrücken und irgendjemand anders sein wollen, ne? Sondern dass wir jetzt wirklich das werden dürfen, das sein dürfen, warum wir hier sind, warum deine Seele gekommen ist. Und das ist eine absolute Schönheit, die du für dich entdecken wirst. Es ist so ein Wunder, was du in dir entdecken wirst. Du wirst so eine Kraft und Macht in dir entdecken, aber nicht, um sie auszunutzen, sondern um sie für die neue Welt zu nutzen, für uns und die anderen, für uns alle sozusagen. Das Spannende ist ja auch, wenn du glücklich bist, wenn du erfüllt bist, wenn du dein schönstes Leben lebst, tust du doch schon so viel Positives auch für die Welt. Weil je glücklicher du bist, desto mehr Glück kannst du teilen, desto mehr Liebe kannst du weitergeben, desto mehr Frieden kannst du auch weitergeben. Weil du dich ganz anders verhältst, wo ich ja eben schon drüber gesprochen habe. Du wirst dich anders verhalten, du wirst die Menschen viel mehr umarmen können, du wirst ihnen viel mehr zuhören können, dich ihnen zuwenden können, als wenn du immer mit deinen eigenen Problemen beschäftigt bist und mit deinem Mangel. Sondern es geht jetzt auch nicht mehr um Mangel, es geht um Fülle. Und dieses neue Gemeinschaftsgefühl, dieses neue Zusammengehörigkeitsgefühl auch, was wir jetzt leben dürfen, wird so eine Erholung geben für diesen ganzen Stress, den wir uns machen. Weil Stress brauchen wir nicht mehr. Stress machen wir uns selbst. Aber wenn du glücklich bist, wenn du erfüllt bist, wenn du dein schönstes Leben lebst, wo soll da noch Stress sein? Du brauchst dir keinen Stress mehr machen. Und diesen Stress dürfen wir jetzt auch loslassen. Und wenn wir in dieser Gemeinsamkeit sind, in dieser Gemeinschaft, geben wir uns ja gegenseitig auch Stärke, weil da ist kein Neid und kein Hass mehr und ich nehme dir das weg, weil ich will das haben, sondern du kannst gönnen. Du kannst dem anderen gönnen, dass er vielleicht schon schneller ist als du oder weiter ist als du. Und das ist jetzt ganz, ganz wichtig auch in der neuen Welt, weil jetzt geht alles ganz, ganz, ganz schnell und du hast es schon für dich erlebt, was alles passiert. Und es werden neue Dinge in die Welt treten sozusagen, die wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können. Wir denken so, wow, das gibt es und das wird rasant schnell gehen. Und darum ist es so wichtig, dass du in dir jetzt deine Stabilität findest, damit du auch weiter ganz ruhig und gelassen
durch dein Leben gehen kannst, deinen Seelenweg gehen kannst, mit all diesen wundervollen Dingen, die zu dir kommen, mit all diesen wundervollen Möglichkeiten, die das Universum und eben auch deine Seele schenkst, dass du dich wirklich hier entfalten kannst, dass du keine Angst mehr haben musst, sondern dass du voller Mut und Glückseligkeit vorangehst und dass du sagst, so wow. Und wenn vielleicht jemand noch nicht so weit ist, dass du ihm zeigst, wie toll das ist, dass du ihm die Hand reichst, um ihn eben mitzunehmen und ihm zu zeigen, wie es geht. Weil das erleben wir doch jetzt auch in der Liebe. Ich meine, faszinierend, wie sich das in der Liebe verändert hat, wo es nicht mehr um Beziehung geht, sondern wo es um eine Partnerschaft geht. Auf Augenhöhe, habe ich schon so oft drüber gesprochen. Es ist eine ganz, ganz neue Liebe. Es ist die Liebe der neuen Welt. Und allein da schon, was da für Veränderungen stattfinden, weil der Seelenpartner ist der Weg zu dir. Deine Seelenaufgabe ist der Weg. Alles ist der Weg zu dir. Alles ist der Weg zu dir. Ist das nicht wunderschön? Und du kannst aufblühen und du kannst in deine wahre Größe gehen und deine ganze Schönheit und das endlich leben. Du brauchst keine Angst mehr haben, strahle ich zu doll, blende ich jemand anderen, wo ich immer sage, dann setz doch deine Sonnenbrille auf. Du weißt, was ich meine. Und das ist doch faszinierend, auch als Pionier jetzt schon voranzugehen, auch in der Liebe, als Seelenpartner und zu sagen, hey, es geht anders. Auch da gibt es ja nicht mehr Abhängigkeiten, sondern es geht um Unabhängigkeit, es geht um Selbstverantwortung, um Selbstliebe, um deinen Selbstwert zu erkennen. In allen Dingen, in allen Bereichen deines Lebens darfst du das jetzt für dich herausfinden. Und als Pionier vorangehen, wenn andere vielleicht noch nicht so weit sind, sagen, hey, es funktioniert. Klar gibt es Auf und Abs, ist doch logisch, das ist das Leben. Immer wieder werden wir herausgefordert, aber zum Positiven, weil wir wachsen und reifen sollen. Und ich weiß auch, wie viele sich am Anfang auch gesträubt haben und eigentlich nur daran interessiert waren, ich will meinen Seelenpartner haben, ich will meinen Seelenpartner haben, ich will meinen Seelenpartner haben. Und dann gemerkt haben, wow, wie cool ist denn das eigentlich, diesen Prozess einzusteigen, immer mehr ich selbst zu werden, mich immer mehr zu entdecken, meinen Wert und wie es auf einmal kein Kampf mehr ist, mit meinem Seelenpartner zusammenzukommen, sondern wenn ich mich darauf einlasse, wie wundervoll das sein kann, wie sehr ich das auch genießen kann, auch wenn es einen Moment dauert, wenn wir zusammenkommen, aber auch diese Weisheit deiner Seele mittlerweile zu haben, das Wissen, habe ich oft drüber gesprochen, deine Seele weiß, dass ihr zusammenkommt, weil ihr zusammengehört, weil hier wird zusammengeführt, was zusammengehört und das sind Seelenpartner. Das ist mein Seelenpartner und er gehört zu mir. Und wenn es einen Moment dauert, dauert es einen Moment. Aber das ist doch nur was Positives, um uns sozusagen vorbereiten, damit wir diese Liebe leben können, weil die ganz neu und ganz anders ist. Weil sonst bist du nicht in der Lage, diese Liebe zu leben, wenn du da nicht eine gewisse Bereitschaft mitbringst, wenn du da nicht eine gewisse Reife mitbringst. Das heißt nicht, dass ihr nicht miteinander noch, sage ich mal, Themen bearbeitet oder zusammenwachst und reift. Das ist ganz klar. Und wie gesagt, man muss es auch immer individuell betrachten, je nachdem, was deine Seele hier vorhat oder wie weit du bist oder was du mit dem Seelenpartner zusammen lernen sollst und all diese ganzen Sachen, das kann man so pauschal gar nicht sagen. Aber du weißt, was ich meine. Und ist das nicht faszinierend? So, nun habe ich aber noch gesammelt. Ich glaube, wir sind jetzt sehr gut eingestimmt auf die neue Welt und haben richtig Bock drauf. Schreib das gerne mal in die Kommentare. Gib mir auch einen High Five, wenn du sagst, ja, ich bin richtig heiß. Ich habe richtig Lust auf die neue Welt. Und wie gesagt, da passiert ja noch viel mehr als das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Aber das ist zumindest schon mal ein kleiner Eindruck, was die neue Welt angeht. Und ich finde eine super Einstimmung, wo wir sagen, yes, das wollen wir. Okay, so, und nun wollen wir uns deinem Herzenswunsch widmen. Dazu möchte ich aber auch noch mal ein paar Worte sagen, weil auch das Manifestieren in der neuen Welt, in der neuen Zeit, sich etwas verändert hat. Und heute ist aber auch beim Manifestieren, habe ich ja auch schon oft drüber gesprochen, dieses Gemeinschaftsgefühl da. Also was haben die anderen davon, wenn ich etwas manifestiere, wenn mein Herzenswunsch wahrnimmt. Das Gute bei Herzenswünschen sind ja, dass die aus der Fülle kommen. Das heißt, ganz, ganz wichtig, check das mal bei deinem Wunsch. Kommt der wirklich aus deinem Herzen, sprich von deiner Seele? Das heißt, aus der Fülle heraus? Oder ist das eher ein Wunsch, der aus dem Mangel kommt? Weil du denkst, wenn du dann das hast in deinem Leben, erst dann bist du etwas wert. Aber dafür möchte ich dir noch ein paar Beispiele geben, weil es kann ja auch sein, dass du jetzt zum Beispiel sagst, oh, ich habe mir jetzt aber was Materielles gewünscht. Annette. Darf ich denn das überhaupt in der neuen Welt oder geht es da nur um Liebe? Da geht es ganz viel um Liebe. Aber
Materielle Sachen darfst du dir genauso wünschen. Natürlich sind die wichtig, warum denn nicht? Ich meine, so wunderschöne Dinge sind auch designt worden. Ich meine, das kommt ja auch von der Seele. Ich meine, ich war selbst Designer. Ich weiß, was das heißt, wenn du etwas designst. Das kommt von der Seele. Wenn deine Seele auch richtig Bock hat auf etwas Materielles, um das hier auszuleben, ja, warum denn nicht? Also, auch das ist wieder etwas, was wir ablegen können, zu sagen, oh, darf ich denn das jetzt überhaupt? Wenn das von deiner Seele kommt, wenn das von deinem Herzen kommt, darfst du das. Es gibt jetzt wirklich keine Beschränkung mehr, sondern es ist jetzt alles möglich. Vielleicht sagst du, Annette, ich wollte mir jetzt einen Porsche wünschen. Ne? Super, ist doch cool. Jetzt kannst du natürlich checken, ich meine, Porsche ist ein schönes Auto, mal ganz ehrlich, ich meine auch die ganze Handarbeit, die da drin ist und die, sage ich mal, die Form und wow, es ist wirklich ein tolles Auto. Aber nun check mal für dich, warum möchtest du diesen Porsche haben? Was ich ja eben schon meinte, wenn du sagst, aber sei da ganz ehrlich, eieiei. Ich wollte den eigentlich nur haben, weil ich mich dann irgendwie cooler fühle oder denke irgendwie, ich bin dann mehr wert, wenn ich mit meinem Porsche vorfahre. Ouch, Mangel. Wenn du aber sagst, oh, ich finde das so geil, in diesem Porsche zu sitzen. Boah, und ich fahre die Straße längs und dieses Geräusch und, oh, und ich fühle mich so cool und ich bin so glücklich in dem Moment. Wenn ich diesen Porsche fahre, dann ist das aus der Fülle. Und dann solltest du dir diesen Wunsch auf alle Fälle gönnen. Ein anderes Beispiel. Vielleicht sagst du auch, Annette, Geld? Kann ich mir auch Geld wünschen? Ja, ganz viel sogar. Es gibt so viel Geld auf dieser Welt. Ich weiß, viele sagen, ah, es ist ungerecht verteilt, habe ich aber auch schon mal ein Video drüber gesprochen. Wenn du das Geld nicht einlädst, wenn du mal auf dem Geld rumhackst und es beschimpfst, wird es nicht kommen. Das heißt, es wird dahin gehen, wo es willkommen ist. Und du kannst es ändern. Du kannst ändern, ob Geld in dein Leben kommt oder nicht. Auch da beginnt die Veränderung wieder in dir. Was denkst du über Geld? Was ist deine innere Überzeugung von Geld? Was sind deine Glaubenssätze über Geld? Auch unser ganzes Denken, das können wir auch alles verändern. Unsere Glaubenssätze können wir alle, wir können alles verändern. Und das finde ich auch so faszinierend an der neuen Welt. So, wie denkst du über Geld? Denkst du über Geld, oh, ich muss so viel Geld haben. Erst wenn ich Geld habe, dann bin ich ja erst zum Beispiel erfolgreich. Erst wenn ich ganz viel Geld habe, bin ich erfolgreich. Das ist das Denken der alten Welt. Erst wenn ich ganz viel Geld habe, bin ich reich. Denken der alten Welt. Reichtum ist so viel mehr. Erfolg ist so viel mehr als nur Geld. Aber vielleicht sagst du, oh, ich fühle mich erst wert, wenn ich Geld habe. Und das ist ein Glaubenssatz, den ganz, ganz, ganz viele haben und den ich auch mal hatte. Der, der Geld hat, der hat das Sagen. Und als mir das bewusst geworden ist, boah, da habe ich gesagt, das will ich sofort ablegen. Bitte loslassen und den heilen, weil du bist so viel mehr wert. Das kann man überhaupt nicht vergleichen, wie wertvoll du bist. Okay, so, aber lass uns doch mal mit Geld bleiben. Wie siehst du Geld? Was ist Geld für dich? Und das Faszinierende ist, dass du das verändern darfst. Wie alles jetzt. Du darfst es verändern. Als ich mal in einer Meditation mein Geld getroffen habe, war ich faszinierend, weil ich zum ersten Mal gespürt habe, dass Geld Liebe ist. Ist das nicht faszinierend? Geld ist Energie und Geld will fließen, Geld will sich vermehren und Geld will glücklich machen. Ja, wie cool ist das denn? Weil, wenn du Geld so siehst und sagst, ich wünsche mir ganz viel Geld, natürlich ist es auch ganz cool, wenn du schon eine gewisse Summe hast, dass das Universum auch weiß, wie viel Geld du dir sozusagen manifestieren möchtest, wie viel Geld dir das Universum schicken kann auf ihre Art und Weise. Es sind ja dann eben oft die Möglichkeiten, die dann in dein Leben kommen, so dass du das Geld generieren kannst. Sag aber auch immer im Nachklang und mehr. Das heißt, dass du nicht an dieser einen Summe kleben bleibst, weil oftmals hat das Universum noch etwas viel, viel Größeres im Zusammenhang mit unserem Herzenswunsch, den wir haben. Und dass wir den nicht blockieren, sondern dass wir uns eben dafür öffnen. Das heißt, wenn du jetzt eine gewisse Geldsumme hast, die du dir wünschst, wofür möchtest du das Geld haben? Ist auch ganz wichtig überhaupt, wenn du manifestierst, warum? Warum möchtest du etwas haben? Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich möchte Millionärin sein, einfach weil sich das geil anfühlt und ich will dieses Gefühl haben, ist auch alles in Ordnung. Aber vielleicht sagst du auch, oh, nett, ich habe so ein Herzensprojekt. Das möchte ich
ins Leben bringen und dafür brauche ich eine gewisse Summe Geld, boah, ich sag dir, das Universum wird dich supporten. Weil darum geht es ja eben auch, dass du deine Herzensprojekte in die Welt trägst, dass du deine Gabe hier gibst und da wirst du immer supported werden, sei denn du blockierst das Geld mit deiner Programmierung, mit deinem Filtersystem, mit deiner inneren Überzeugung, mit deinen Glaubenssätzen. Auch bist du es überhaupt wert, so viel Geld zu bekommen? Es ist der Wahnsinn. Also da wirklich nochmal bei dir aufräumen und schauen, was da vielleicht für dich im Weg steht. Genauso Seelenpartner. Bist du es schon wert? Ne? Also ist es deine Überzeugung, dass du schon wert bist, dass du so wahrhaftig geliebt werden darfst, dass dein Seelenpartner schon in dein Leben kommen kann oder nicht? Auch warum wünschst du dir deinen Seelenpartner? Aus dem Mangel heraus, weil er dich glücklich machen soll, erst dann bist du glücklich, funktioniert nicht, meh, funktioniert nicht. Oder aus der Fülle heraus, dass du sagst, boah, dann können wir unser Glück noch mehr teilen, unsere Liebe noch mal viel mehr entfachen, weil wir ja in uns schon diese Selbstliebe haben, die wir dann ja noch gemeinsam mehr aktivieren. Merkst du, das ist ein ganz, ganz anderer Ausgangspunkt. Also warum wünschst du dir deinen Herzenswunsch? Und was haben die anderen davon? Schauen wir uns mal den Porsche-Wunsch an. Was passiert oder was tust du der Gemeinschaft Gutes? Was haben die anderen davon, wenn du deinen Porsche hast und den fährst? Voller Glückseligkeit. A, bringst du wunderbare Schwingungen in die Umlaufbahn sozusagen. Okay, für die Umwelt ist es vielleicht nicht so gut, aber du musst ihn ja nicht täglich fahren. Vielleicht kannst du es ja auch noch ein bisschen anders für dich variieren. Aber du erschaffst Arbeitsplätze oder hältst Arbeitsplätze, weil der muss ja auch produziert werden. Du schenkst dem Designer Anerkennung. Merkst du, was passiert? Auf einmal verändert sich das. Du denkst, wow, ich tue ja auch noch was Gutes damit, wenn ich mir meinen Porsche-Wunsch erfülle. Ja, genauso, wenn du dir Geld wünschst und zum Beispiel damit einen Herzenswunsch ins Leben rufen möchtest, das damit finanzieren möchtest oder auch dein schönstes Leben, was auch immer, bringst du wieder positive Vibes in die Welt, weil du glücklich bist. Und dann noch mit deinem Herzensprojekt, wo du mit sowieso etwas richtig Gutes gibst und ganz viel Gutes tust. Wow. Seelenpartner. Vielleicht sagst du jetzt noch, so, was mir noch so ein bisschen im Magen liegt, ist, der ist ja noch verheiratet oder sie ist noch verheiratet. Also da gibt es ja noch diesen Ehepartner und der oder die ist ja dann ganz unglücklich, wenn er sich dann für mich entscheidet. Ja, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da wird auch weh getan werden, das ist ganz klar. Und das ist auch nicht schön, das wollen wir auch nicht schön reden. Aber was ihr damit zum Beispiel Gutes tut, wenn ihr als Seelenpartner zusammenkommt und vielleicht vorher eben auch noch verheiratet wart oder eben seid, habe ich ja auch schon oft drüber gesprochen, bedeutet das ja eben auch, dass ihr als Eltern und eben auch als Ehepaar vorher, zum Beispiel wenn ihr noch Kinder habt, das vorher leben solltet. Das haben eure Seelen so eingefädelt. Das war noch ein Auftrag, der noch gelebt werden sollte, erledigt werden sollte sozusagen, um dann eben in diese Seelenpartnerschaft zu gehen. Das heißt, das Positive daran ist, dass ihr dadurch, wenn ihr euch für den Seelenpartner entscheidet, ja euren Ehepartner oder Partner sowieso, mit dem ihr zusammen seid, freigibt, weil auch der oder die hat einen Seelenpartner, eine Seelenpartnerin. Ist das nicht faszinierend? Es ist alles ganz, ganz, ganz gerecht von den Seelen hier sozusagen vorbereitet. Da geht es nicht mehr darum, dass einer benachteiligt wird. Nein, aber wenn du dieses Ganze mal so vorstellst, aus einer ganz neuen Perspektive, nämlich nicht mit diesen Scheuklappen, die wir als Menschen oft haben, sondern mehr in deine Seele gehst und du damit eine viel größere Weitsicht hast auf das Ganze, kannst du natürlich auch ganz anders handeln, du kannst ganz anders agieren, du kannst viel großzügiger sein in die Dinge, und du kannst mit viel mehr Liebe Dinge regeln. Das ist doch spannend, oder? Also, ganz, ganz wichtig, wie gesagt, du hast deinen Herzenswunsch, egal ob materiell oder nicht, völlig wurscht, wenn er von deinem Herzen kommt, ganz, ganz wichtig, check nochmal, kommt er aus der Fülle oder kommt er aus Mangel. Auch nochmal gucken, was gibt es da vielleicht für Glaubenssätze oder wie auch immer, die dich da nochmal blockieren können, dass es aus der Fülle kommt. Und natürlich auch, wie gesagt, warum und was haben die anderen davon? Ganz klar geht es auch darum, zu welcher Version du werden darfst, damit
dieser Herzenswunsch sich dir auch zeigt, damit dieser Herzenswunsch auch lebendig wird, weil du ja dann auf einer ganz anderen Frequenz schwingen sollst, weil dieser Herzenswunsch ist ja eben auch da, damit du wachsen und reifen kannst. Darum hat ihm deine Seele ja sozusagen jetzt zu dieser Zeit in dein Herz sozusagen gegeben, damit dein Herz zu dir spricht und du sagst, oh, cool, jetzt habe ich richtig Bock drauf, diesen Wunsch Wirklichkeit werden zu lassen. Okay? Gut, dann würde ich sagen, fangen wir an. Dafür setze dich bequem hin, schließe gerne deine Augen, natürlich nur, wenn du kannst, und atme einmal tief ein und über den Mund wieder aus. Und lass einfach mal alles Belastende los, es ist gerade nicht wichtig. Und jetzt denk als allererstes mal an dein Herzenswunsch. Und beam dich da mal so, lass den mal richtig lebendig werden. Schau ihn dir an, deinen Herzenswunsch, der jetzt Wirklichkeit geworden ist. Boah. Beam dich richtig rein, nimm wirklich die Identität an, wie du deinen Herzenswunsch lebst. Wenn du mit deinem Porsche bist, wie du mit deinem Porsche fährst oder dein Herzensprojekt ins Leben rufst, wie es lebendig wird, wie du da drin agierst oder auch in deiner Seelenpartnerschaft oder in deiner Seelenaufgabe oder in deinem Schönsten, all das oder dieses ganze Geld, was auf einmal da ist, wie es immer mehr wird. Stell es dir richtig vor, beam dich rein. Und schlüpf auch wirklich in dich selbst hinein. Nicht, dass es nur von außen betrachtest, sondern dass du wirklich mittendrin in der Situation bist. Dass du aus deinen Augen schaust, dass du fühlst, was du fühlst. Wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das an? Und lass dieses Gefühl deinen Körper dir zeigen, beziehungsweise du deinem Körper, dass dein Körper weiß, welches Gefühl sich dahinter verbirgt. Denn jeder Herzenswunsch ist ein Wunsch nach einem bestimmten Gefühl. Und spür dich richtig rein und lass es richtig lebendig werden. Boah, du bist mittendrin in deinem Herzenswunsch. Er ist Wahrheit geworden. Wow. Boah, fühlt sich das gut an. Und merkst du, wie sich deine Schwingung verändert? Merkst du, wie sich deine Energie verändert? Wie du das immer mehr lebst? Und jetzt schau dir mal an, zu welcher Version du von dir geworden bist. Wie agierst du? Was machst du? Wie denkst du? Was hat sich verändert? Wow. Wow, nimm all diese Impulse, Informationen auf. Wow, was hat sich verändert? Was denkst du jetzt? Was machst du jetzt? Wie siehst du die Welt jetzt? Was ist jetzt deine Realität? Was ist deine Wahrnehmung? Boah, bade richtig in deiner neuen Energie, in deiner Frequenz. Und jetzt schau dir mal an, was du damit Gutes den anderen tust. Was du damit gibst. Schau in ihre Gesichter. Nimm wahr, wie sie reagieren, wie sie sich für dich freuen. Weil du das in die Welt gebracht hast, diesen Wunsch manifestiert hast. Boah, merkst du, was passiert? Du brauchst kein schlechtes Gewissen mehr haben, sondern du kannst voller Freude, voller Überzeugung, ganz in deinem Wert sein. Boah, was du mit deinem Herzenswunsch auslöst, den du für diese neue Welt kreierst. Oh, merkst du auch dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses Wir, was auf einmal entsteht? Wow. Und jetzt nimm all das, was du gerade erlebt hast, in dein Herz. So dass du es jederzeit abrufen kannst, wenn dir danach ist. Und gleichzeitig kommt ein Heißluftballon vom Universum. Ein Heißluftballon für Herzenswünsche. Schau ihn dir an, wie wunderschön er ist. Und er kommt immer näher zu dir. Und nun pack deinen wundervollen Herzenswunsch in den Heißluftballon. Lass ihn los und gib ihn ab ans Universum. Um das Wie und Warum ist nicht deine Aufgabe, sondern das macht jetzt das Universum. Lass ihn los. Lass ihn voller Dankbarkeit und Liebe los. Ja, und spür auch diese Dankbarkeit, dass er Wirklichkeit wird, dass du ihn jetzt leben darfst, weil damit holst du ihn jetzt in die Zukunft.
Spür dich richtig rein in diese Dankbarkeit, dass dieser Wunsch jetzt wahr wird, dass er ja letztendlich schon wahr geworden ist, weil deine Seele hat ihn ja schon platziert, deine Seele hat ihn schon kreiert. Dieser Herzenswunsch für die neue Welt, die alle bereichern wird, nicht nur dich, mit dem du ganz viel Gutes tust. Nun lass uns noch einmal ganz weit unser Herz öffnen und uns mit unserem Herzen energetisch verbinden, dass wir jetzt eine Einheit bilden. Eine Einheit bilden, wo wir alle unsere Herzenswünsche für die neue Welt ans Universum abgegeben haben. Als ob wir uns halten. Wir sind füreinander da. Wir sind jetzt ein Wir. Jeder auf seine individuelle Art und Weise, warum unsere Seele gekommen ist. Wow, so sei es. Und noch viel schöner. Leg nochmal deine Hände auf dein Herzzentrum. Atme nochmal einmal tief ein und über den Mund wieder aus. Öffne wieder deine Augen. Oh, wow, war das cool, oder? Oh, merkst du, was das für eine Energie war? Teil auch bitte dieses Video mit anderen, damit sie das auch machen können. Dass wir gemeinsam unsere neue Welt erschaffen, mit unseren Herzenswünschen. Hast du gemerkt, wie viel Leichtigkeit und wie viel Fröhlichkeit da drin war, wie viel Liebe? Boah, Wahnsinn. Und das dürfen wir jetzt mehr und mehr machen. Ist das nicht cool? Schreib gerne mal in die Kommentare, was du gerade für dich erlebt hast. Schreib auch gerne in die Kommentare, was dein Herzenswunsch ist, was du mit uns teilen möchtest, damit wir dich feiern können. Und damit du deinen Fokus jetzt halten kannst für die neue Welt und auch für deinen neuen Wunsch, darum geht es in einem anderen Video. Wir hoffen, dir hat dieses Podcast-Video gefallen. Ciao for now. Wir sehen uns im nächsten. We love you. Du bist Magic. Deine Annette und Easy.